solange wir gleich an können. Ja, Sir. Was die Gilrathi-Operation anbelangt, haben wir leider noch immer mehr Fragen als Antworten. Ein Teil der Gilrathi-Streitkräfte zieht ab, aber die anderen Einheiten nähern sich Lokanda 4. Die Abwehr meint, sie haben Torpedos an Bord, die mit einer neuen Art von Biokampfstoff ausgerüstet sind. Damit kann in Minutenschnelle eine Seuche über den ganzen Planeten verbreitet werden. Falls die Abwehr recht hat, beträgt die Halbwertszeit dieses Virus mehr als 500 Jahre. Colonel, wir können es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger der Torpedos den Planeten trifft. Wenn es sich nämlich tatsächlich um Biokampfgas handelt, wird die Zivilbevölkerung von Lokanda 4 einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst schnell von hier zu verschwinden. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Vagabond, ich will, dass Sie neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt. Einsatzziele erreicht. Ich hab das Mistvieh erwischt. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kirathi-Torpedos Biowaffen waren. Heiß, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Colonel, in den Luna-Regionen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Lieutenant Robin Peters hat unseren Rückkehrbefehl wiederholt ignoriert. Sie ist wohl auf eigene Faust los. Sie will anscheinend einen Privatkrieg führen. Ist es machbar, dass Sie sie holen? Ich hole Sie zurück, Captain. Thank you.
männliche Nachkommen. Nein, Sir. Aus? Alles in Ordnung. Sieht's aus? Alles in Ordnung. Einsatzziele konnten nicht erreicht werden.
Sei nicht zu hart zu mir. Wenn man... Tja... Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Wie sieht's aus? Hab mit deine Schramme abgekriegt. Einsatzziele erreicht. Sofort an meiner Flanke formieren. Jawohl. Astrein geschossen, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kirathi-Torpedos Biowaffen waren. Heiß, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Colonel, in den Luna-Regionen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Lieutenant Robin Peters hat unseren Rückkehrbefehl wiederholt ignoriert. Sie ist wohl auf eigene Faust los. Sie will anscheinend einen Privatkrieg führen. Ist es machbar, dass Sie sie holen? Ich hole Sie zurück, Captain. Thank you.
sieht's aus? Alles in Ordnung. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Es ist kaum zu fassen, Sir. Cobra hat es geschafft, Flint zu retten. Auf jeden Fall möchte sich Captain Eisen dafür bedanken, dass Sie es auch versucht haben. Sie können jetzt landen. Bist du okay? Ja. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ah, vergessen wir es. Manchmal geht's mir genauso. Dann würde ich jedem Kirathi am liebsten selbst den Hals umdrehen. Pass auf dich auf. Cobra ist eine gute Kämpferin. Sie hat zu viel riskiert. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie mit dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Sei nicht zu hart zu mir. Gib ihr Flugverbot. Sei nicht zu hart zu mir. Wenn man Krieg führt, muss man Ausnahmen machen. In Friedenszeiten würde ich Ihnen sofort Flugverbot erteilen. Ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Wagen Sie es nicht, noch einmal so etwas zu tun. Ich werde mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Meine Damen und Herren, es folgen die neuesten Nachrichten. Glauben Sie immer noch an das Märchen, dass wir den Krieg gewinnen? Warum sind Sie so vom Gegenteil überzeugt? Nun, weil ich nicht blind bin und sehe, dass die Lage immer katastrophaler wird. Ich höre wohl schlecht. Tatsache ist, dass wir seit Wochen keinen Urlaub kriegen. Tatsache ist, dass wir nur noch Verteidigungsmissionen erfüllen. Tatsache ist, dass sich unsere ganze Streitmacht zurückzieht. Sagen Sie selbst, bilde ich mir das nur ein oder löst sich das, was wir erreicht haben, in nichts auf? Tatsache ist, dass wir anscheinend einen Kommunikationsoffizier an Bord haben, der viel zu viel Freizeit hat und der auf gefährliche Art und Weise Angst und Zweifel auf dem Schiff verbreitet. Wenn Sie es noch einmal wagen, die Leute mit Ihren Theorien vollzulabern, dann lasse ich Sie zur Müllrecycling-Einheit versetzen.
Sie hören Barbara Miles mit der neuesten Nachricht. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich möchte Ihnen für die ausgezeichnete Arbeit danken, die Sie auf Lukanda geleistet haben. Nicht nötig, Sir. Ich wünschte, ich hätte mehr Piloten wie Sie. Vielleicht wäre der Krieg dann früher beendet. Ich freue mich, dass Sie es sogar auf der Victory geschafft haben, Ihren Level zu halten. Danke, Sir. Ewig so sein? Ewig, das ist nicht lange genug. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Vor uns liegt eine einfache Aufgabe. Die Sektorenbasis und der Dump Point stehen unter unserem Kommando. Jetzt wollen die Kilowathi die Kontrolle an sich reißen. Halten wir sie auf Distanz. Wir dürfen ja nicht an Boden verlieren. Geben Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir... Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir.
Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Ziele erreicht. Wie sieht's aus? Lediglich geringe Schäden. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ihnen zu Ehren wird groß gefeiert. Unten auf der Blackmail-Basis, Colonel. Sie können landen. Haben Sie es aber gezeigt, Sir. Danke, Rachel. Colonel, können wir uns inoffiziell unterhalten? Das tun wir doch oft. Ja, das gefällt mir auch so an Ihnen. Tja, weil Sie mir sympathisch sind, möchte ich Ihnen was sagen. Und? Was ist das? Den Blick, den Sie zurzeit drauf haben, kenne ich gut. Ich hatte mal einen Freund und der war Kampfpilot. Eines Tages musste er mit ansehen, wie sein Flankenpilot abgeschossen wurde. Er glaubte, dass es seine Schuld war, ganz egal, was wir sagten. Er hat sich eine Thunderbolt geschnappt und ist stur drauf losgeflogen.
Er erreichte einen Jump Point, gerade als die Kurathi durchfliegen wollten. Es gab ein ziemliches Feuerwerk. Er könnte heute noch am Leben sein. Er wurde nie gefunden. Er blieb verschollen. Und Ihr Ausdruck, Sir, ist derselbe, den er hatte, kurz bevor er von uns weggeflogen ist. Wollen Sie darüber reden? Sie versteht das. Ich hatte eine Freundin. Ihr Verlust ist ein Albtraum für mich. Ich werde sie nie vergessen. Vielleicht hat sie ihr Shuttle auf neutralem Gebiet zurückgelassen. Vielleicht will sie sich dem Krieg entziehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sie sich wieder meldet. Irgendwann muss ich von ihr hören. Oder auch nicht. Hey, wer weiß, vielleicht hat Ihre Freundin meinen Freund da draußen kennengelernt. Dann würden sie wenigstens noch leben. Ja. Aber dann würde ich ihn umbringen, wenn er auftaucht. Wenn das nicht unser Casanova persönlich ist. Ich habe gesehen, wie Sie unsere Mechanikerin angebaggert haben. Stehen Sie auf blond? Eifersüchtig? Oh, sie flachzulegen ist wirklich kein Manöver, das sehr risikoreich wäre. Er ist neidisch. Das geht ihr nichts an. Ja, leider konnte ich bei ihr nicht landen. Sie interessiert sich mehr für Muskelmänner, so wie Sie einer sind. Dir würde ich gefallen, oder? Du siehst heiß aus. Sie, Colonel. Wir haben wie immer eine Menge Arbeit vor uns. Ja, Sir. Jetzt, da wir die Kilrathi-Belagerung beendet haben, können die Versorgungsschiffe endlich anrücken. Wir müssen die eintreffenden Konvois bis zur Basis eskortieren und dafür sorgen, dass sie keine Schrammen abkriegen. Das bedeutet ein bisschen Frühjahrsputz, um den Weg freizumachen. Sie leisten gute Arbeit. Machen Sie weiter so. Wir brechen sofort auf. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Eine Achtung, Sir! Es beißt ins Gras. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Leider negativ, Sir.
angreifen! Ich hol sie mir! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel? Oder sollte ich Sie Houdini nennen? Sie sind eingeladen von der Blackmain-Basis. Sie dürfen essen, so viel Sie wollen, jetzt da die Versorgungskonvois entladen werden können. Alles klar zur Landung, Sir. Dieser Einsatz macht mich wirklich glücklich. Weil der Einsatz keine persönlichen Gefühle aufwühlt? Ja, Sir, Sie haben recht. Ich weiß, auf diesem Planeten sind Menschen, die genauso gern leben wie die Menschen, die ich im Lokanda-System gekannt habe, aber sie sind nicht so real für mich, verstehen Sie das? Tja, ich kann sie mir nicht als Individuen vorstellen. Sie wären ziemlich schnell ausgebrannt, wenn Sie das könnten. Tja, manchmal hasse ich mich, weil ich diesen Krieg für richtig halte und froh darüber bin. Ja, ich habe eine Frau gekannt, die ganz genauso empfunden hat. Sie kämpfte gegen die Ungerechtigkeit. Für mich zählt nur die Fliegerei. Es ist, als wäre ich völlig frei. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja, nur Piloten kennen diese Gefühle. Wir erwarten einen Waffenkonvoi. Falls wir ihn durch die Blockade durchkriegen, könnte sich die Basis selbst verteidigen. Wir müssen diesen Konvoi schützen, koste es, was es wolle. Viel Erfolg. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra? Ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ich
gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Eine Achtung, Sir. Wir nicht zu Katzen streuen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Black Mane-Leute schaffen es jetzt allein, Colonel. Unser nächster Stop ist das Stadtzentrum Kilrath oder was in der Nähe. Sie können jetzt landen, Sir. Gute Arbeit, Colonel. Danke, Sir. Super geflogen. Danke. Das war ganz große Klasse, Sir.
Nicht jetzt, Partner. Ihr Helden wolltet ja alle unbedingt Erkundungsflüge machen. Das heißt, wir Mechaniker haben keine ruhige Minute mehr. Wurde auch langsam Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin überrascht. Ihr Lächeln macht sie noch hübscher. Ich kann die Kirathi fühlen, Sir. Jetzt, da wir in ihrem Gebiet sind, droht ihnen nur eins, durch meine Hand getötet zu werden. Na sowas. Man hat sie für die Offensive eingeteilt und schon kommen sie aus dem Schneckenhaus. Ich bin nicht Pilotin geworden, um Kindermädchen zu spielen. Sie hat recht. Sie ist im Einsatz. Sie müssen mich voll unterstützen, Cobra. Jeder Einsatz ist wichtig. Ich hab verstanden, Sir. Hm. Ich bin froh, dass wir die Katzen endlich angreifen. Was denken Sie, Lieutenant? Haben wir nach all dem noch eine Chance, den Krieg zu gewinnen? Möglich. Aber es wäre noch zu früh, über eine Siegesfeier nachzudenken. Kommen Sie, versuchen Sie Ihr Glück, Sir. Abheben, das ist doch vorher gestattet, oder nicht? Sie wären überrascht, wie viele Neulinge einfach den Einsatz hinblättern und dann entsetzte Gesichter machen, wenn sie verlieren. Wenn Sie so naiv sind, haben Sie es nicht anders verdient. Ich hörte, dass wir eine Garnison angreifen. Ich habe noch keine Anweisungen bekommen. Ich habe meine Ohren gespitzt. War ziemlich interessant, was ich gehört habe. Es ist mir lieber, wenn ich darüber unterrichtet bin, was wir angreifen. Wissen Sie, das Hauptquartier hat die üble Angewohnheit, alles als militärische Einrichtung einzustufen. Auch wenn es keine ist. Und ich liebe es, auf Nummer sicher zu gehen. Er macht sich keine Sorgen. Wir sind nur Piloten. In diesem Krieg gibt es nur Militärisches. Das sehe ich anders, Sir. Colonel, wir befinden uns nun aufgrund Ihrer Flugkünste im Kilorathi-Gebiet. Wir alle sind stolz auf Sie. Wie Sie vielleicht schon aus der Gerüchteküche erfahren haben, sind wir hier, um die Militärgarnison in diesem Sonnensystem zu vernichten. Wir müssen uns an mehreren Zwischenposten vorbeikämpfen. Hier wimmelt es von feindlichen Patrouillen. Jedes Schiff, das zum Jump Point entwischt, kann die übrigen Kilorathi über unsere Anwesenheit hier informieren. Und das würde bedeuten, dass wir die gesamte Offensivaktion abblasen müssten. Schießen Sie sie ab. Es darf keiner entkommen, Colonel. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Herrlich, der Mumm dieses Mannes. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Thank you.
erwischt. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Tja, Cobra. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Thank you.
erwischt. Jawohl, ich hab den Dreckpack erwischt. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Alles bestens, Sir. Sag gute Nacht, Miezekatze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Gute Nacht, Miezekatze. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Landeerlaubnis, TCS Victory. Sie haben die Kilrathi fertig gemacht, Sir.
Diese Miezen können die Radieschen jetzt von unten bewundern. Alles klar zur Landung. Tolle Leistung, was? Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Die Einsätze, die wir zurzeit fliegen, machen Spaß. Die vorherigen Angriffe waren doch nur kindische Spielereien. Ja, ein bisschen Rambazamba ist gut für die Seele. Das ist richtig. Seltsam. Trotz des ungeheuren Geschicks und des Mutes, das das Fliegen verlangt, wird die Abenteuerlust eines Kilrathi dadurch nicht befriedigt. Für uns ist das kein richtiger Kampf. Euch fehlt dabei das Persönliche? Wir lernen mit diesen Klauen zu kämpfen noch, bevor wir ein Wort sprechen oder laufen können. Erscheint dir das als primitiv? Sei ehrlich. Töten ist töten, da gibt es keinen großen Unterschied. Du bist einer der besten Piloten, die wir haben. Was soll das? Fang nicht an, das zu kritisieren, was du tust. Lassen Sie mich raten, Sie sind ein AN. Ich verstehe nicht, Sir. Ein Angriffsneuling, zum ersten Mal hinter der feindlichen Linie? Im eigenen Land, da ist der Einsatz immer etwas größer. Keine Angst, Vaquero. Der Krieg ist die Hölle, mein Alter. Keine Angst, Vaquero. Nun, feindliche Linien sind nur Striche auf der Karte, Vaquero. Sie haben keinerlei Bedeutung. Keine Angst. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Ich bin bereit, Sir. Vor uns liegt eine besonders diffizile Aufgabe, Colonel. Wir werden Versteck spielen. Sehen Sie sich diese Nebelbank an. Die Kilrathi benutzen Sie, um unbeobachtet mit Konvois in dieses Sonnensystem hinein- bzw. hinauszufliegen. Da der Nebel auch uns verdecken wird, können wir Ihnen sicher größere Schäden zufügen. Sie, Colonel, müssen dafür sorgen, dass kein feindlicher Flieger entkommt, der die anderen Kilrathi warnen könnte. Ich weiß, wie gefährlich es ist, in einer Nebelbank zu navigieren. Nur die besten Piloten mit viel Flugerfahrung sind dazu in der Lage. Ich hoffe, Sie sind einer von diesen Piloten. Sie können sich darauf verlassen, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Achtung, Sir!
sieht jetzt aus? Alles bestens, Sir. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Gute Nacht, Miezekatze.
raus? Alles bestens, Sir. Alles bestens, Sir. Erreicht. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Dann bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Es geht doch nichts über den süßen Duft des Erfolgs, Colonel. Ey, wie wär's, wenn wir diese Kiste umtaufen würden? In Deceptor oder Trickster? Wie wär's mit Ambush? Ja, das hört sich sehr gut an, die Ambush. Oh, Sie können jetzt landen, Sir. Die Ambush, gefällt euch das? Colonel, schön, Sie zu sehen. So gute Laune heute. Ja, es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Ach. Als ich klein war, hat uns unser Vater alles über die Kriegsführung beigebracht. Alles, was er wusste. Auch wenn sich die Waffen ändern, wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Ja. Nehmen Sie den Trojanischen Krieg. Auch er hat sich über viele Jahre hingezogen. Wurde er nicht mit Hilfe eines Holzpferdes beendet? Ja, so heißt es in der Mythologie. Für mich zählt nur, dass er irgendwann endete. Ja, es ist gut zu wissen, dass Kriege nicht ewig dauern. Wenn es einem auch so vorkommt. Uns wird keine Ruhe gegönnt. Es geht weiter. Ja, Captain. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Die Abwehr hat den Verdacht, dass uns die Kilorathi entdeckt haben. Schaffen Sie diesen alten Kahn aus der Nebelbank raus und führen Sie uns zum Jump Point. Versuchen Sie, möglichst unauffällig zu agieren. Ich kann darauf verzichten, von den Kilorathi verabschiedet zu werden. An die Arbeit, Colonel. Tja, das sind also unsere Ein... Flint, ich will... Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Du hast mich echt fertig gemacht. Thank you.
haben sie echt fertig gemacht. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Wir haben jetzt keine Zeit für lange Erklärungen, aber es scheint so, als hätten die Kilorathi unseren Jumppoint verschwinden lassen. Wie soll denn sowas gehen? Ich meine, das ist völlig unmöglich. Wir fliegen jetzt zu einem, wie die Navigation hofft, alternativen Jumppoint. Wir geben Ihnen die neuen Koordinaten gleich durch. Hoffentlich haben die Jungs von der Navigation eine Tür für uns gefunden, die noch nicht zu ist. Bis bald. Und bitte kümmern Sie sich um den Feind. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis. Ihre erbärmlichen Nachkommen von Affen. Thank you.
Sie können froh sein, dass Sie noch ganz sind. Hoffentlich gute Neuigkeiten, mein Prinz. Ich künde euch von neuen kleradischen Ruhmestaten, Euer Exzellenz. Die Terraner hatten versucht, in das Arie-Sonnensystem einzudringen. Aber wir haben sie wie einen Schwarm kleiner Insekten verscheucht. Sie sind nur ein winziges Ärgernis und eurer geschätzten Aufmerksamkeit nicht wert. Sehr gut, ich werde nicht eher ruhen, bis die Terraner ein für alle Mal in die Knie gezwungen sind. Ihr Widerstand nagt fürchterlich an mir. Und keinem Kaiser der Kilorasi dürfen die letzten Monate seiner Herrschaft von so einer traurigen und schweren Bürde verdunkelt werden. Oh, aber Eure Exzellenz stehen, wie wir hoffen, erst am Anfang der universellen Regentschaft. Bald wird es Eure Exzellenz vergönnt sein, mit der tyrannischen Konföderation umzuspringen, ganz wie es Euch gefällt. Darauf, Majestät, schwöre ich euch einen heiligen Eid. Ich bin mehr als entzückt, mein Prinz. In Kürze wird ein neues Weltkapitel beginnen. Wir haben alles vorbereitet, um den Tyrannen einen Denkzettel zu verpassen. Handelt es sich dabei um den Denkzettel, den wir schon einmal in Erwägung gezogen haben? Ja, Euer Exzellenz. Denn nun ist die Zeit reif dafür. Colonel Blair, sofort auf der Kommandobrücke melden. Colonel Blair, sofort auf der Kommandobrücke melden. Colonel Blair, sofort auf der Kommandobrücke melden.